Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir sind hier immer noch in Brill. Ja. So, erstmal ein neues Pet raushole. Oh, klein Bling. Unsere Quests führen uns einmal Richtung Aufwild, also erstmal nach links oder nach rechts. Es ist eigentlich egal, sind beide gleich weit weg, also wenn man einfach nur in die Richtung laufe von links. So, noch ein bisschen, dann sind wir auch schon Level 12, was ja auch richtig gut ist. So, lauf doch mal los, Autolauftaste, wir laufen jetzt mal hier ein bisschen querfeld ein, dass wir auch ein bisschen mehr von unserem Gelände entdecken. Hier haben wir noch Hinche. Die können wir eigentlich irgendwo mitnehmen. Auf, Spinny, mach was. Jawohl, 42 XP, das ist doch schon mal super. Na, oh, schade, kein Fleisch. So, wir gehen weiter. Der Pfeil hier an der kleinen Karte zeigt auch immer schön an, wo die nächste Quest sich befindet oder wo wir hin müssen. Kalender, Weltterrisfall, Weltkarte. Brauchen wir nicht. Oh, hier ist das, was wir noch brauchen. Viele, viele Erze. Yeah! Und dann fangen wir mal an abzubauen. Yes! Früher konnten wir mehrmals auf Erz hauen. Dann hat man also auch viele Fehlversuche gehabt. Das ist also dann öfters auch passiert. Haben sie auch besser gemacht. Einmal, dann kriegt man so XP. Oh, ein Bierchen. Oh, wir haben ein neues Buch bekommen. Was ist das? Apportieren. Ruft ein mächtiges Wildtier herbei, das euch das Ziel länger angreift. Okay. Können wir mal testen. Kenne ich noch nicht. Ist anscheinend neu. Mal kurz M drücke. Ja, wir sind ungefähr auf dem richtigen Weg. Versuchen wir das mal aus. Apportieren kenne ich noch nicht. Okay, wo ist es hier? Ah! Wir haben eine Fledermaus gekriegt. Ist doch auch nicht verkehrt. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Und ein Hund. Ja, hat doch was. So, wir kommen jetzt langsam zu dem Bauernhof. Halt! Zurück! Rumdrehen! Ein Schlenker machen, hier hinten ist Erz. Das wollen wir doch haben. Haben wollen wir das. Haben wollen wir das. Zack. So, und weiter geht's. Oh, das ist nicht schlecht. Also immer so Tier, random Tier beiholen, wo uns unterstützt. Ist nicht schlecht. Kann man wohl im Hinterkopf behalten. So, mal gucken, ob wir hier dran vorbeikommen, ohne dass wir groß was Pulle tun. Ja, ja. Geh weg, du Geist. Keiner mag dich. Und weiter geht's. Ja, was kann ich euch noch so erzählen von früher? Ja, was vielleicht auch ziemlich interessant war, sind so Phänomene, wie man lernt Leute kennen und denkt sich, ja, da, Nachtelfin, oh, wird bestimmt eine Frau sein. Und was passiert? Erste Mal trifft man im TS, denkt dann, und du holde Hübsche, und wie geht's dir? Tag, ich bin der Kalle und bin Baggerfahrer aus Kölle. Als Beispiel jetzt. Er war auch immer sehr witzig. Es gibt auch viele, viele kleine Geschichten, wo wir früher von der Gilde waren, die auch immer sehr witzig sind. Also falls ihr das mal hören wollt oder wissen wollt, was dort genau alles passiert ist. Kein Thema. Können wir gerne drüber reden. Also ich fand es damals sau witzig. Und ja. Man lernt halt immer neue Sachen dazu. Also das ist auch das Witzige hier drin. Es sind hier so viele Leute in World of Warcraft, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt.
Es ist ja ein riesen Netzwerk, das Ganze. Und ich sag mal, 80% aller Spiele sind wirklich coole, saucoole Typen, die saugern spielen und die einem immer weiterhelfen, die mit Rat und Tat zusammen zur Seite stehen und man immer was zu lachen hat. Entschuldigung, dann können wir mal eher eine Quest ab. Es gibt da auch noch die 20%, die versuchen immer über den Tisch zu ziehen, verarschen oder einfach stehen lassen mit dem Raid. Hoffentlich ist das wichtig. Oder mitten in der Inni. Oh, wir müssen doch zu dem Gehöft jetzt. Balg eines Braunbären, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin, die waren ja da drüben schon. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Hier in der Nähe ist der Friedhof. Nebendran hat man gleich gesehen, da drüben ist das nächste Gebiet. Hier. Das sind die westliche Pestländer, auch ein richtig schönes Gebiet, finde ich. Hat mir früher immer sehr viel Spaß gemacht, dort zu questen. Bin auch mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir dort sind. Also Level 12 sind wir schon mal. Das ist nicht mehr weit weg von der 20. Oh, der Bär bekämpft der Bär. Ja. Ich bedanke mich auch schon mal für die Kommentare oder fürs Feedback. Die Fragen, wo gestellt werden. Ich hoffe immer, dass ich euch das soweit helfen kann. Und dass die Fragen auch soweit richtig beantwortet sind in eurer Seite auch. Dass ich halt noch mehr Fragen aufgeworfen habe. Aber wenn ihr was wissen wollt, wie gesagt, haut es ruhig rein. Ich gucke mir es an, gucke, ob ich es beantworten kann. Und wenn nicht, finde ich eine Möglichkeit. Oder mache mich selbst schlau. Klar, viele Leute erwarten jetzt halt, dass ich Raids laufe, das, jenes, selbst. Nö, das ist einfach mal zum Zeigen. Man kann auch neben der Raids, neben der Bosse. Ich muss auch nicht hier angeben und sagen, guck mal, was für geiles Gear ich habe. Und nö, das ist einfach mal so richtig schön spielen für Anfänger, wo es auch denken, oh ja, das ist was Schönes, muss es sehen wollen. Und nicht immer nur der High-End-Kram. Das geht sogar schneller mit den Tiere beirufe. Cool, cool, cool. Wie viel Aufladung kriegen wir? Maximal 2 Aufladungen. Yippie! Und gleich wieder Tier dran setzen. Hoffentlich hat er diesmal. Ne, jawohl, der erste von 5. Und das war's schon. Oh, wir haben schon richtig gut Power. Ja, okay, das ist auch Level 8. Oh, eine Axt. Gibt gut Kohle, einhändige Axt, das bringt mir aber leider nicht viel. Ich brauche Bögen. So, brauchen wir die hier schon? Ne, die brauchen wir noch nicht. Dann suchen wir uns noch ein paar Beere. Hey Jungs, was macht denn? Hängt ein bisschen ab, hä? Naja, nicht witzig. Nicht witzig! Wo ist der nächste Bär? Auch auf die Frage hin, wo ich bei einem Video gestellt bekommen habe, dass ihm aufgefallen wäre, dass ich viel mit der Maus arbeite. Ja, das stimmt. Ich arbeite gerne mit der Maus. Ich klicke auch gerne auf die Taste drauf rum. Natürlich habe ich auch Hotkeys. Ich kann auch hier mit der Tastatur mitarbeiten. Das geht auch relativ gut. Macht aber für den Anfang bei 3 Skills, wo man nacheinander nur drücken kann, nicht wirklich viel Sinn. Später hinaus optimiert sich das Ganze noch. Da gibt es dann noch so W und Q, also Q und E so rum, Entschuldigung, wo man dann benutzt. Oder halt 1, 2, 3 und 4, weil das genau über drüber ist über WSAD zum Laufen. Klar, damit kann man dann halt schnell hingehen und gucken, was man braucht oder was man nicht braucht. Das dann halt hier unten zurechtlegen. Hier oben sieht ihr halt immer in der Zeile, seht ihr halt die Fähigkeit. Und oben drüber so kleine Zahlen, 1, 2, 3. Das heißt jetzt praktisch, wenn ich 1 drücke, kommt erschütternder Schuss, bei 2 kommt Cobra-Schuss und bei 3 kommt das Alpha-Tier, genau. Entschuldigung, habe immer ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ah, die brauche ich auch, das ist gut. Klar, das Ganze könnt ihr auch dann noch auf die Maus verlegen.
oder Schrägstrich noch auf verschiedene andere Tastenkürzel, wie ihr am besten spielen könnt. Also es gibt zig Möglichkeiten, wie man spielt. Klar, ich bin die alte Generation gewöhnt. Anklicken, da klicken, loslegen. Ich bin halt saugern auf eine Kombination, sprich praktisch klicken und Tastenkürzel. Also ihr seht, ich kann auch mit Tastenkürzel, wenn ich die Maus hier lasse. Oder spiele mit der Tastatur. Ich kann auch komplett ohne Tastatur spielen, nur mit Maus. In dem lege ich mir dann die ganzen Fähigkeiten nur. Hey. Hier! Dann lege ich mir dann die Tastatur, die ganze Fähigkeiten, Kürzel, alles was man so braucht auf die Maus. Da solltet ihr am besten hingehen und das selbst rausfinden, also was für euch das Beste ist. Lasst euch das auch nicht vorschreiben, also wenn irgendjemand mal irgendwann kommt im Gerät und sagt, ja du musst aber mit Tastenkürzel spielen, weil sonst bringst du nichts und deswegen... Blödsinn. Jeder kann auf seine Art am besten spielen. Wie gesagt, klar, gibt es dann halt die Pros, die dann absolute Wilde machen können. Mit Tastenkombination. Also ich, wie gesagt, ich kombiniere das Ganze, ist für mich am einfachsten. Dann mache ich mir am wenigsten Probleme damit. Mache mich auch nicht verrückt damit dann. So, ich brauche noch einen Magier. Magier! Wo bist du? Da oben ist doch einer. Das geht halt dann am schnellsten. Und holen wir noch hier dazu. Zack. Und ja, also wie gesagt, lasst euch nicht reinreden, dass ihr unbedingt mit Tastekürzel oder das jenes spielen müsst. Alles Blödsinn. Spielt so, wie ihr es für am besten könnt. Wenn ihr ein Mausklicker seid und müsst ihr ohne alles haben, klickt. Da gibt es dann auch noch kleine Tricks, wie ihr das verbessern könnt. Dass halt dann die Reihenfolge schon hingelegt wird, wie ihr es aktivieren wollt. Oder dass er mit Bartender das Programm installiert, dann fällt das Ganze hier so ziemlich weg und wird dann halt ein Block. Und über den Block, der wird dann so klein, könnt ihr dann wirklich mit der Maus mit minimalster Bewegung auf jedes Icon klicken. Das geht ohne Ende, ganz flott. Klar, es gibt auch Leute, die haben dann alles um WASD drumherum, wo sie dann nur noch drücken müssen ein bisschen. Nur noch mit der Maus ein bisschen klicke, anklicke, anvisieren und zack, können sie angreifen. Oh, außer Reichweite. Wie gesagt, individuell, spielt so, wie ihr es für richtig haltet. Lasst euch doch groß nichts sagen. Klar, es gibt immer wieder Leute, die geben gute Tipps. Wenn das sagen, du pass mal auf, du kannst dich ein bisschen verschneller, wenn du jetzt zum Beispiel deine, ich sag mal, ich nehme jetzt einfach mal hier den erschütternden Schuss auf E legst. Dann heißt es praktisch, ich nehme das jetzt hier, hier raus und lege das mir auch hier auf E. Das heißt, sobald ich jetzt irgendwas angreife und drücke auf die Tastatur E, weil das gerade so mit dem Zeigefinger in der Nähe ist, kann ich ja mal gerne zeigen. Das geht ganz schnell. Zack. Und schon habe ich nur geschossen. Und dann kann ich, jetzt seht ihr hier schon, das Ganze spamme wie blöd und ich kann noch mit der Maus rumschießen. Also es geht alles schnell. Und ja, am Anfang macht es nicht wirklich Sinn, also lege ich mir das wieder zurück. Arbeite mit meiner Maus, rede ein bisschen mit euch, sage euch ein paar Sachen, versuche einiges zu erklären und zeige euch so ein bisschen die Quests. Dann kommen wir mal rein bei. Oh, noch zwei Fälle, dann haben wir das. Da ist keine, da ist auch keine. Dann gehen wir mal auf die andere Seite von der Straße, vielleicht ist da eine. Und wie gesagt, Kinder, immer schön aufpassen, wenn ihr eine Straße kreuzt. Links, rechts, links und nochmal rechts. Und dann rennen wir schnell rüber. So. Du wolltest doch nicht aufgreifen. Klar, es gibt halt schöne Klassen, wo es von Vorteil ist, mit Tastatur zu spielen, sage ich mal. Aber hallo, ihr spielt den Charakter von 1 bis 100 hoch. Oder natürlich gibt es auch Leute, die das bezahlen oder sich einen Charakter kaufen. Wir haben da nicht viel Ahnung davon. Das sollten sie erstmal irgendwo bei Low-Level-Mobs
teste, wie kann ich das machen, was muss ich machen, was kann ich machen. Und im Endeffekt ist das alles nur ein Spiel, also ihr müsst Spaß daran haben. Alles andere bringt nichts. Hätte ich keinen Spaß an World of Warcraft, würde ich es nicht spielen. Und es ist ein schönes Spiel, also man kann viel Zeit damit verbringen, man trifft auch immer wieder interessante Leute. Ah, ich will schon wieder auf Reiten drücken, Mensch! Dann machen wir Auto laufen. Es gibt auch immer wieder interessante Leute, die man trifft. Es macht auch immer wieder Spaß, mit denen zu reden. Ich habe dann zum Beispiel Leute aus Berlin kennengelernt. Oder aus Dortmund, Köln, Hannover, Honecken. Also überall her. Kirchheimbolande, Kusel, Bonn. Also die sind überall verteilt. Es gibt so, ich habe sogar Leute kennengelernt aus Schweiz, Österreich. Auch amerikanische Spieler lernt man kennen. Wo dann sagen, du, jetzt, ich habe keinen Bock auf die amerikanischen Server, die deutschen Server sind ein bisschen gechillter, dann spiele ich da. So Leute gibt's auch. Die darf man nicht unterschätzen. Und wie gesagt, ich habe auch schon in meinem Urlaub, habe ich schon viele Leute besucht, also an dieser Stelle hier, alle, die mich noch kennen, hallo, und alle, die ich besucht habe, nochmal danke, war richtig tolle Freizeit bei euch. Hallo. Oh ja. Wir kriegen eine neue Quest mit einer neuen Waffe. Cool. Hoffentlich ist das wichtig. Und nächste Quest. Was haben wir zu tun? Heimtückisches Nachtweber-Spinnengift ist klar, dass es eine Trippe findet. Eure neue Verbündete. Scharlachroten Lagerstadt. Terris voll. Wie geht's? Ja, ja, Zwerg, Zwerg. Wusch, da fliegt schon wieder einer weg. Wir können auch mal bei Gelegenheit, wenn ihr wollt, können wir auch auf Makros hingehen, also eingehen. Makros sind auch was ganz Feines. Ich kann hier mal schnell eins erstellen. Hier habe ich noch ein paar von früher. Wir können aber Neues machen, also sprich praktisch... im Moment, neu. Jetzt suchen wir uns irgendwo ein Symbol aus. Ich sage jetzt einfach mal... wo haben wir ein schönes... Na, mal gucken. Wo ist dann was? Da ist die Hand. Ich nehme jetzt einfach die Hand. Sag okay, das ist gut. Sag dann einfach als Hallo. So, dann heißt es Halut. Nee, Halut ist doof. Halut ist scheiße. Abbrechen. Neu. Da. Hallo? So, mach dann unten Backslash Target, Enter, Backslash Hallo. So, jetzt habe ich hier das erstellt, nimm das, leg das in meine Leiste rein. Jetzt habe ich hier Makro mit Hallo. Jetzt brauche ich einfach bloß mal was anzuklicken und dann einfach mal drücke. Na, warum macht das nicht? War doch Backslash Hallo. Seid gegrüßt. Ja. Okay, das war ein bisschen falsch. Ist aber nicht das Problem. Wir können ja immer noch. Ah, Hallo. So. Speichern. Versuchen wir es nochmal. Hallo. Ah, siehst du. Also, man sollte schon aufpassen, dass man es richtig schreibt. Ich bin da mir ein bisschen zu schnell mit Schreiben mache. Man kann auch verschiedene andere Sachen machen, also man kann es kombinieren mit Cast Spell oder mit Liebe, Emojis verteile, einlade, Charge Target. Man kann halt riese Felder von Makros schreiben, also da bleibt ja keine Wünsche offen. Man kann auch viele Sachen kombinieren, wenn man zum Beispiel hingehen will. A Charge mit Kombination, also für die Krieger Charge mit Kombination Donnerknall. Da kann man das auf eine Taste machen, dann rennt er hin, stürmt den an und statt dass er zuhaut gleich, macht er gleich Donnerknall, dass er gleich Initialakkord hat. Das haben früher gern Krieger gemacht. Klar, dass man gleich erste Ding und dann gab es auch noch früher Rüstungszerreißen. Das hat man dann auch noch hochgespammt. Ist eigentlich eine schöne Sache. Ich benutze halt gern die Makros für so Hallo oder es gibt ja auch die Erfolge, wo dann sagen, liebe so und so viele Tiere.
Und wenn du die dann lieb gehabt hast, gibt es dann noch Erfolg. Das sieht man hier. Im Moment, wo haben wir sie? Hier. Klar, bei mir sieht es jetzt ein bisschen anders da aus, da ich jetzt schon ein bisschen länger spiele und schon verschiedenste Sachen gemacht habe. Für diesen Charakter habe ich jetzt neu gekriegt, Stufe 10. Verheerende Übertragung, also kriege ich immer 10 Punkte. Und das sieht man halt immer, man kann auch anklicken. Wenn man anklickt, sieht man, okay, man hat einen Charakter von 10, 20, 30, das geht dann hoch bis 110. Dann kriegt man halt 120 Punkte dafür. Das ist viel allgemeiner. Ich gucke meistens auf die Zusammenfassung, Erkundung, Erfolge, insgesamt, allgemeine Erfolge. Viele messen sich darüber. Ich sag mal so, es ist ein schöner Zeitvertreib, es macht Spaß. Wenn man die richtige Gruppe hat, kann man auch noch die schöne Instanzfähigkeiten, sag ich mal, oder Instanzsachen schön machen. Das ist dann auch immer toll. Ja. Was kann ich noch sagen? Und da gibt es halt auch einen Erfolg, wo ich, stimmt, ich war ja stehen geblieben, da gibt es auch einen Erfolg, hier so kleine Tieren immer Hallo sagen. Und wenn man das überall getan hat und die alle abgehandelt hat und hat sie alle so weit drin, dann kriegt man auch so Erfolge freigeschaltet. Ja, was, für was sind die Erfolge gut? Ich sag mal einfach, das ist einfach nur, wer hat die dickere Kohornis zu sagen. Aber wie gesagt, darauf gebe ich nicht viel. Es ist lustig, das zu machen. Man kann das als Separatziel nehmen, wenn man sagt, oh Gott, ich weiß nicht, was ich heute mache. Ich freue mich auch immer, wenn ich was erreiche oder was dazu bekomme. So, gucken wir mal, dass wir das eine noch da oben kriegen. Da oben springt auch noch eine rum. Ist immer nett, wenn man das Ganze dann bekommt. Auch hier, falls es manche nicht mitbekommen haben, beim Cobra-Schuss, seht ihr also dann noch kleine Zahlen wegspringen. Das ist einmal das Schade, was die kleine Spinne macht, das ist das Kleine. Und beim Cobra-Schuss, wenn er vergiftet, springt auch nochmal Sachen weg. Also es gibt so, früher hat man Giftschuss dazu gesagt, da tickt das noch so ein bisschen. Die waren halt nie sehr stark, aber haben mitgetickt. So, haben wir jetzt das letzte? Jawohl, das haben wir auch. Gehen wir noch da. Weil wir wollen ja unser Ingenieur hochbringen. Was wichtig ist. Schade. Bin mal gespannt, ob wir mal reiten dürfen. Oder können. Wäre mal nicht schlecht. So, wir haben noch hier oben eine Quest. Da gehen wir gleich mal hin. Die müssen wir hier nur abgeben. Finde eure neuen Verbündete in der scharlachroten Lagerstadt in Terrisfall. Mal gucken. Ja, was gibt es noch Feines zu sagen? Also wie gesagt, die Makros sind eine feine Sache. Man kann damit viel machen. Auch Heiler sind früher oft gern hingegangen, haben sich Makros geschrieben. Slash Tank, Heilung, kleine Heilung, mittlere, große Heilung. Also wird immer dann der Tank geheilt. Den konnte man dann halt markieren oder Slash Totenkopf. Wie die ganzen Makros jetzt funktionieren, müsste ich mir noch mal kurz einladen. Also die waren nie schwer. Hat dann wirklich was reingeschrieben und konnte dann halt wirklich einmal aufdrücken. Und er hat es gemacht. Ich kann ja mal gucken, was für Makros ich noch drin habe. Das ist einmal DFF, Target, okay. Ja, das ist von meinem Hexemeister gewesen. Pet Passiv, ist auch klar. Target Hallo, das ist das, was wir erstellt haben. Das können wir eigentlich löschen. Lochen. Dann hier Liebe, das war das andere, wo man dann immer zeigen muss, ah ja, er hat das und das kleine Tier geliebt und dann kriegt er den Erfolg. Target Grubenlord, auch für die Hexenmeister-Quest vorbeugen, ist auch klar. Das waren dann so Quests, also so Makros, die man gebraucht hat für die Hexenmeister, für die grüne Feuer-Quest. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also mit meinem Hexenmeister habe ich die damals gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr oft dran gescheitert. Die ist nicht einfach. Also Respekt an jeden, wo es gepackt hat.
ihr toll gemacht. Und ihr habt jetzt exzellentes grünes Feuer. Es sieht auch stylischer aus, finde ich, als das, wie das Rote dann das ganze Zeit rumschießt. So. Okay, da hängt Ender schon ein bisschen mal außerhalb vom Käfig. Sieht ein bisschen seltsam aus. Ah, der hängt kopfüber. Soll ich dich retten? Na komm, rette mal dich mal. Quest beenden. So, was will er denn von mir? Die Jahre ist mir schon abgeschlossen. Ja, dann gehen wir mal rüber. Die brennen alle, okay. Das gab's früher ja alles nicht. Also, hier waren ein Haufen Leute rumgerannt von scharlachroten Kreuzzug. Das ist eine Instanz, wo in dem Anfangsgebiet ist. Mal gucken, vielleicht finde ich eine Gruppe, dass man mal da reingehen kann. Ist auch witzige Instanz. Bin mal echt gespannt, wie die noch aussieht. Oh, das Herz, das nehmen wir noch gleich mit. Gleich mitnehme. Herz. Zack, dann haut er gleich wieder drauf, der Kollege. Ey, hörst du auf, gehst du weg? Geh mit anderen Leuten spielen. Gesprung. Ach, geht er angesprungen. Wie doof ist denn das? Oh, zwei Fleisch hat er sogar. Oh, da oben ist schon wieder. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ja, viele Passagen für über Berge sind etwas schwer hochzukommen. Aber meistens schafft man das Ganze. Na klar, du kommst runter, ich muss eigentlich hochkommen. Ja, und damit hat sich das. Das war dann das erste Mal zerlegen für mich. Man kann halt hier gucken, Todesursache, klar, Schlag, heiliger Schlag, also heiliger Stoß. Das hat mir dann halt gar ausgemacht, weil wir zu nah dran waren. Dann springen wir wieder jetzt zurück. Jetzt sind wir hier beim nächstgelegensten Friedhof. Also sprich praktisch, ich bin hier gestorben und hier ist der nächstgelegenste. Der Vorteil hier ist, man kann hier ganz schnell laufen Richtung roten Pfeil. Da ist man dann gestorben, da kann man sich dann wiederbeleben. Oder man kann sich bei dem Engel wiederbeleben. Nachteil am Engel ist, man hat verschlechterte Attribute, Rüstung ist kaputt. Okay, Rüstung geht ja so schon kaputt, aber geht noch mehr kaputt. Und früher hat man einen Schöpfungsbuff gehabt. Der war immer sehr nervend. So. Gucken wir mal. Was noch ist, was es früher nicht gab, ist dieser zurück, also rück zum Friedhof. So, hier. Wenn man sich früher hingelaufen ist, hat man aufgepasst, hat man sich irgendwo festgehangen, ist dann nicht mehr rausgekommen aus dem Loch. Dann hat es das nicht gegeben. Du musst mir früher dann eine Game anschreiben und dann sage, du hör mal zu, ich habe mich doch leider festgepackt, setzte mich bitte frei, ich komme nicht zurück. Und dann hat er das meistens gemacht, dann war wieder gut. Da haben sie dann irgendwann den Button eingeführt, das heißt praktisch kann ich von A, B, C zurück teleportieren zum Friedhof, zum nächsten und kann mich dort wiederbeleben. So, hier steht jetzt wiederbeleben, annehmen. Ihr seht, ich habe nur halbes Leben. Mein Tier ist weg. Das rufen wir jetzt gerade mal. Ja, Spinni. Und wir können auch das Tier wiederbeleben, wenn es sterben sollte. Es ist aber nicht gestorben, es löst sich nur dann auf, wenn wir sterben. Ah, okay, ich habe die Heilung so hoch schon, dass ich mich so schnell heile. So, ich habe gesehen, da vorne ist eine Straße. Da können wir noch schnell hingehen. Weil da kommen wir schneller hoch. Hier sehen wir einen Versammlungsstein, nennt sich das Ganze. Das ist das hier. Bei dem Versammlungsstein ist es so, wenn man eine Gruppe bildet, also sprich praktisch, wir sind 4, 5 Leute, ich habe die kennengelernt, wir sagen, ey komm, wir lassen uns eine Instanz laufen, wir sind alle hier in der Gruppe drin, es sind 2 schon hier angekommen, da kann ich hier anwählen und wir können die Leute hierher teleportieren. So Versammlungssteine stehen immer vor diversen Schlachtzügen oder Dungeons. Auch was immer typisch ist, dass in der Nähe von dem Dungeon auch hier Friedhöfe sind. Ob sich das bei der Neue jetzt wieder anders geregelt hat, weiß ich leider nicht. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht großartig sagen, weil die ganz neuen Sachen habe ich noch nicht so viel gespielt. Da bin ich gerade bei mit meinem Pandarenkrieger. Aber sobald ich es weiß, kann ich es natürlich gerne
beantworten. Das ist ja kein Thema. Da hängt auch noch ein bisschen herum. So. Okay, wir müssen doch hin entlang. Ja, da ist ja Bürger. Die Lidana Voss. Oh, die sind elf. Na ja, komm, hol mir noch. Ah, das geht eigentlich recht flott. Die sind ein bisschen größer als die normale. Das merkt man auch gleich. Die geben gut XP. Da ist noch der Novize. Zack. Hey, warum verbrennst du die gleich? Oh, neue Rüstung. 9. Hm, bringt nicht viel. Können wir hier dran vorbei? Was jetzt? Komm, den oben hole ich noch. Ja. Wie war das? Den oben hole ich noch, dann ist ja gut. Ah, mein Tier hat es schon geregelt. Das ist super. Braves Spinni. Leine ist immer super. Komme hier dran so gut vorbei. Okay, da muss Spinni dran. Ja, komm, Spinni, nimm den gerade mit. Wie gesagt, mit Tab könnt ihr noch untereinander herum switchen. Zum nächsten Uhr haben wollt. Also sprich praktisch, ich habe jetzt den angewählt mit Tab. Jetzt ist der angewählt und jetzt ist wieder der. Also wenn immer so die zwischen den nächsten, wo ganz nah an einem Rand stehen, zwischendrin gewählt. So, wo müssen wir genau hin? Oh, da unten ist er jetzt. Aber ich möchte mich jetzt nicht da durchklopfen, wo wir es gebrauchen könnten. Hierbei. Rückzug. Jawohl. Und Level 13. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben einiges Neues bekommen. Heidenei. Wir haben bekommen Wildtierkunde. Sammelt Informationen über das Zielwildtier. Zeigt Schaden, Gesundheit, Ernährung, Fähigkeit. Okay, das brauchen wir nicht so oft. Das können wir mal hier hinlegen. Was haben wir hier? Wildtier zähmen. Das machen wir natürlich hier außen. Das brauchen wir nicht so oft. Unser Tier füttern gibt es auch noch. Das ist schön. Legen wir hier oben hin. Was haben wir hier? Begleiter 2 rufen. Machen wir dann hier. So, wie können wir unser Tier füttern? Verfüttert euer... Oh, Mist. Das ist ein bisschen hart. Bin die Attacke! Ich bin ganz ohr. Oh, wir haben eine neue Rüstung bekommen. Ziehen wir natürlich gleich an. Ist das Leder? Ne, das ist Stoff. Ist auch Stoff. Bäh. Ich will doch kein Stoff. Heilandsack. Ach, hey. Die Tante will es aber wissen. Weiter. Gibt hier gut XP. Autschen! Das ist aber nett. Kettegürtel. Ist besser als der Stoffgürtel. So, da ist noch ein Kupfervorkommen. Gehen wir hier gleich weiter. Ich bin von den kleinere Tier schon unterstützt. Ja, ein bisschen cool. Oh, schönes Herz. Spinni, mach du mal. Au. Nicht haue, mag ich nicht. So, Kupfer. Nehmen wir gleich mit. Jo, hat über 250 XP gegeben. So, Spinni kann. So, jetzt wollte ich mal gucken. Verfüttert euer Tier das auserwählte Speise, wodurch es sofort 50% seiner gesamten Gesundheit regenerieren kann. Nicht in Kampf einsetzbar. Ihr könnt Wildtierkunde einsetzen, um herauszufinden, welche Art von eurem Futter. Machen wir mal. Wildtierkunde habe ich hier hingesetzt. Machen wir unseres. So, mit dem Mauskirche Spinni, Begleiter von Krumpel. Stufe 13. 17 bis 18 Schaden, 464 Gesundheit, Ernährung Fleisch. Zähmbar. Begleitfähigkeit bis Gift. Was? Gespitzschauer und Knurren.
Ja, das ist doch schon mal was. Das finde ich nicht gut. Mach das nicht, Tante. Wenn, dann halte beide. Heilandsack. Ist ja uncool. So, ist der nächste. Da oben ist auch unser Questgeber. Die Quest machen wir noch schnell fertig. Wird halt das Video ein bisschen länger, ist egal. Aber ich glaube, wir müssen hier nicht nochmal hin. So, gleich noch einsammeln. Geld regiert die Welt. Und da müssen wir rein. Holen wir kleine ein paar Tiere dazu. Oh. Okay. Habe ich es jetzt verbuggt? Was ist? Anscheinend habe ich es jetzt verbuggt. Oder doch nicht? Ah, ne. Bringt der alle um? Das finde ich uncool. Warum? So ein Mist. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Vielleicht hätte ich den nicht von weitem anschießen dürfen. Vielleicht. Mal gucke. Begleiter 2 herbeirufen. Sofort beschwört ein zweites Tier zu euch. Hm. Zwei Tiere wären schon cool. Was nimmt man da am besten? Am besten einer, wo tanken kann. Und dann einer, wo richtig Schade macht. Ja, es könnte funktionieren. Mal gucken, ob ihr irgendwas findet. Also wenn ihr irgendeine Idee habt, was für Tier ich mal holen soll, was hier so in der Gegend ist, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn nicht. Guck ich mal, mach mich schlau, was mir über die Füße rennt, was mir gefällt, nehme ich schon mit. Müssen wir halt gucken. So, wiederbeleben. So, Spinni rufen. So. Jetzt geht die mal da rein. Dann lasse ich die mal reden. Okay. Blub, einer tot, zwei tot. Oh, der Vater ist Stufe 12. Na, greift er jetzt noch an? Nett? Ja, doch, vielleicht. Okay. Ich glaube, das war's dann. Ja, jetzt haut sie ab und lässt uns hier alleine. Na, klasse. Wir nehmen jetzt den Ruhestein, weil ich möchte mich jetzt nicht nochmal ein bisschen runterkämpfen. Es war schon lang genug, hier hochzukämpfen. Und swish. Ab im Gasthaus wieder. Wir verkaufen noch schnell unser Zeug. Also das. Spinnenbeinchen heben wir noch auf. Das Auge kann weg. Das. Das heben wir auf. Das kann weg. Überall, wo die Münze dran ist, das kann schon mal definitiv weg. Stoff kann weg. Ja, das Schild kann weg, damit kann ich nichts anfangen. Das auch und das auch. Das war's dann soweit. So. Vertraut niemandem. Gehen wir noch schnell hin. Oh, wir haben 47. Das bringt uns ja ein bisschen weiter. So, dann lasse ich den mal arbeiten. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne was unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, wo ich bekomme. Auch wenn ihr Fragen zu irgendwas habt. Ich sag dann mal zu euch noch einen schönen Tag und sag mal Tschüss.